Hallo, heute stelle ich euch das App Angry Birds Seasons vor. Kostet 79 Cent. Ich denke, die meisten von euch kennen Angry Birds, beziehungsweise das Grundprinzip davon. Ihr müsst mit Vögeln verschiedene froschartige Wesen zerstören. Neu ist eben Angry Birds Seasons. Hieß bis vor einem Monat noch Angry Birds Halloween, also war für 79 Cent zur Halloween-Zeit veröffentlicht worden, wurde jetzt umbenannt in Angry Birds Seasons und wie es aussieht, wird es jetzt immer zur aktuellen Anlass, sprich jetzt Weihnachten, wahrscheinlich dann auch Ostern oder so, ein neues Level-Update kommen mit zahlreichen neuen Leveln. Wir können jetzt einfach mal in einen reingehen, sehen jetzt schon hier, vom Grundprinzip hat sich wenig verändert. Wir haben hier unser Katapult und die verschiedenen Vogelarten und hier eben diese grünen Schweinchen, die wir zerstören müssen, können das Katapult aufziehen und dann den Winkel bestimmen und schießen dann einfach mal ab und müssen jetzt eben probieren, mit so wenig Vögeln wie möglich alle Schweinchen zu zerstören. Was man wirklich von vornherein sagen kann, wer es normale Angry Birds kennt, also auch bei der Halloween-Anwendung schon, das Ganze ist jetzt deutlich schwerer, also anfangs waren die Level doch relativ leicht, aber jetzt hier bei Angry Birds Seasons auch sind auch selbst die anfänglichen Level schon deutlich schwerer, also man darf hier wirklich nicht schnell aufgeben, für solche Leute ist es nicht geeignet, aber da Angry Birds wirklich ein sehr großes Suchtpotenzial hat, versucht man das meistens wirklich immer und immer weiter, bis man es dann auch wirklich geschafft hat, weil es einfach wirklich eine riesengroße Menge Spaß macht. Und wirklich gerade das Schöne an Angry Birds, es kommen immer sehr umfangreiche Updates. Hier oben sehen wir jetzt meinen Score, den ich bekommen habe und mit wie viel Sterne meine aktuelle Leistung bewertet wird. Neu sind auch diese kleinen Ladezeiten-Balken, die wirklich auch schön gemacht werden. Die Vögel haben wie gesagt verschiedene Funktionen. Diese hier kann ein Ei absetzen und dann sowas zerstören. Den gelben kann ich durch ein Tippen auf dem Bildschirm beschleunigen. Der rote ist noch ganz normal, aber im weiteren Spielverlauf kommen natürlich auch die anderen noch altbekannten Vögel hinzu. Heißt der Bumerangvogel, der bei einem Tippen auf dem Bildschirm dann wieder zurückfliegt. Und da auch viele andere. Mit dem ganzen Schnee im Hintergrund, so muss ich sagen, sieht es wirklich schön aus und versetzt seine regelrecht in eine weihnachtliche Stimmung. Der Levelumfang ist eigentlich wie jedes Mal wirklich richtig groß. Hier sieht man es eben auch noch, der Halloween-Part, auf den ich natürlich, wenn ich mit Airblade auch noch jederzeit zugreifen kann mit zahlreichen Updates. Hier ist eben der Weihnachtspart. Kann neue Level freischalten, indem ich in allen Leveln hier 3 Sterne bekommen, schalte ich hier neue Level frei. Also wirklich mit richtig schöner Langzeitmotivation und eigentlich nicht nur für Angry Birds Fans, die es eh schon sind, sondern auch für jeden anderen zu empfehlen. Für 79 Cent eine wirklich sehr nett gemachte App, die eine richtig große Menge Spaß macht. Ja, so viel zu Angry Birds Seasons. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.